widmen wir uns dem nächsten Referenten. Wir bleiben ein bisschen beim Thema, weil dieses Thema ist interessant, das hat uns zugesagt, das haben wir gespürt, also bleiben wir noch ein bisschen dabei. Für unseren nächsten Referenten lässt sich sein Lebensmotto am besten mit folgendem Satz beschreiben: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner fliegt hin. Ihr kennt den Spruch sonst, keiner geht hin. Bei ihm heißt es, keiner fliegt hin. Unser Referent, angetrieben von seinem Kindheitstraum, Pilot zu werden, hat er über den Umweg einer Elektronikausbildung in den 90er Jahren die Pilotenausbildung bei der Luftwaffe der deutschen Bundeswehr absolviert. Doch dieser Traum wurde für ihn zum Albtraum. Der Gedanke, dass er da Transportmittel als Transportpilot, Hilfsmittel nach Afrika fliegen würde, war leider nur ein Teil der Medaille. Und als er dann erkannte, durch welche Lügen und Medienpropaganda der Krieg in Kosovo 1999 inszeniert wurde, konnte er nicht mehr länger ruhigen Gewissens Teil dieses Systems sein, und so ließ er die Militärfliegerei für immer hinter sich. Sein Traum, wie er bezeugt, hat sich aber als die beste Entscheidung überhaupt herausgestellt. Dass er heute hier als Referent auftritt, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen die Anschläge in New York am 11. September 2001 und dann die Unstimmigkeiten bei der Mondlandung. Naja, als Militärpilot sieht man vielleicht manches, was ein Normalsterblicher nicht sieht. Ja? Diese beiden Ereignisse, sagt er von sich, haben seinen gesamten Wertehorizont verbogen. Und seitdem ist er auf der Suche nach der Wahrheit. Mittlerweile arbeitet er nicht nur als Referent für grenzwissenschaftliche Themen, sondern auch als Moderator bei dem Internetfernsehsender Next World TV, wo er die Gesprächsreihe Gegen den Strom moderiert oder leitet. In seinem Vortrag wird er sich jetzt einem Thema widmen, von dem er überzeugt ist, in unserer nahen Zukunft wird das eine Schlüsselrolle einnehmen. Wie schon gesagt, es geht um freie Energietechnologien. Er wird uns aufzeigen, was freie Energietechnologie eigentlich bedeutet, welche technischen Möglichkeiten und Prinzipien es seit vielen Jahrzehnten gibt und was deren Einsatz für unsere Welt in der Zukunft bedeuten kann. Und so, meine Damen und Herren, möchte ich euch, unseren nächsten Referenten, bitten, ihn herzlich zu begrüßen. Unser Gast aus München, Robert Stein. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Es ist uns eine Ehre, auch euch mal live mitzuerleben. Er wird jetzt im Kern seines Vortrages auch darüber sprechen, welche Kräfte dahinter stecken, die solche Dinge verhindern möchten. Ja, das hat er mir versprochen, das macht ihr. Schauen wir mal, freie Technologien, und es gibt irgendwelche Kräfte, die solche Energieanlagen gar nicht mögen. Das ist ein Kern seiner jetzigen Ausführung, eine ergänzende Seite von dem, was wir schon gehört haben. Viel Erfolg. Darf ich? Okay. Ja, grüezi wohl. Guten Tag, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einen fantastischen Tag hier. Also ich habe das Gefühl, es ist der beste Tag, den ich jemals hatte. Großartig. Ja, was hier aufgeboten wird, das ist ganz großes Kino. Paris est très formidable. Ah oui, ja. Ganz, wirklich große Klasse, und das ganze Organisationsteam, vielen lieben Dank, Ivo, dass du diese Eingebung hattest, das alles zu machen. Nicht nur, dass ich hier gestern schon aufgenommen worden bin von der Familie Sasek und fast alle kennenlernen durfte. Wie macht man eigentlich so hübsche Kinder? Gibt es da irgendwie... Also ich, Jungs wie Mädchen, wirklich warum? Ich unterstütze den Vorschlag von dem Dr. Saleri, das Dutzend voll zu machen. Also ich kann das jetzt nur so weitergeben. Ihr wisst, wie es geht. Denkt mal drüber nach, ja.
Nein, es ist wirklich großartig und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Ich kann es gar nicht glauben, dass hier wirklich 2000 Menschen hier sind. Ich habe oft das Gefühl, dass ich irgendwie allein bin, wenn ich mit meinen Gedanken meine Mitmenschen belästige und sage, Mensch, denk doch mal darüber nach oder hast du davon schon gehört? Ich komme mir vor, wie wenn ich unter lauter Zombies auf der Welt unterwegs bin und jetzt fällt mir mal ein, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, wir sind viele, wir sind sehr viele. Und ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich habe einen Vortrag, der geht ungefähr 2,5, 3 Stunden und ich habe nur eine Stunde Zeit und meine Frau hat gesagt, du musst einfach schneller reden. Ja, aber das bringt euch auch nichts. Deswegen möchte ich gleich einsteigen ins Thema. Und zwar möchte ich euch eine kleine Schlagzeile präsentieren, die ich dieses Jahr gefunden habe. Hundemama Amanda rettet ihre Welpen. Das war diesen Oktober in Chile, da gab es einen Hausbrand und diese tapfere Hundedame ist 4-5 Mal ins Haus reingetragen und hat ihre Welpen aus dem brennenden Haus rausgetragen und hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass die überlebt haben. Und die Feuerwehr, toller Platz, da bringe ich meine Kleinen hin, die helfen mir auch. Und wenn ihr euch fragt, was dieses Bild mit dem Vortrag zu tun hat, absolutely nothing, überhaupt nichts. Der einzige Grund, warum ich euch das zeige, ist, weil ich eine emotionale Reaktion herbeiführen möchte, dass die linke und die rechte Hirnhälfte gleichzeitig denken. Also bei den Frauen weiß ich, dass das sowieso von alleine funktioniert. Es geht mir vielmehr um die Männer, die hier anwesend sind, dass die auch anfangen, nicht nur ihre Ratio einzusetzen, sondern ihre emotionale Seite genauso mit hineinbringen. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir in unserer Ratio lernen müssen, man kann es nur verstehen, wenn wir beide Hirnhälften zusammen haben. Übrigens, es gibt eine Verbindung zwischen den Gehirnhälften, das Corpus Callosum. Es ist dicker bei Frauen, es ist stärker ausgeprägt bei Frauen. Also wenn wir Männer einen Feldweg zwischen unseren Gehirnhälften haben, dann ist es bei Frauen ein 8-spuriger Highway. Ja? Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist auch der Grund, warum Frauen so viel besser sind in Multitasking. Ja, also wenn meine Frau zu Hause kocht, dann hat sie hier das Telefon, dann streicht sie hier die Decke, macht da noch die Steuererklärung. Wenn ich koche, sind alle raus, die Tür ist zu, das Telefon ist aus. Wenn meine Frau doch reinkommt, fühle ich mich belästigt. Nadja, bitte, ich versuche Nudeln zu kochen. Give me a break. Das wird also, das kennt ihr alles, es gibt viele Untersuchungen für das Ganze. Für Frauen ist das natürlich viel einfacher und ich bin mir auch sicher, dass der Rolle der Frau in Zukunft eine große Rolle zukommen wird. Und was mich besonders freut, ihr habt an den richtigen Stellen gelacht, das war schon mal der erste gute Einstieg. Ja. Ich habe ein paar Gedanken vorweg noch zu diesem Vortrag. Ich möchte euch nicht nur etwas über freie Energie erzählen und das, was der Professor Turtur quasi so schon mir als Einladung gegeben hat, sondern ich möchte euch erzählen, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Wieso stehe ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, ich bin einer der wenigen Referenten, die nicht studiert haben. Ich habe nicht mal Abitur. Ja? Also ich bin ein ganz einfacher Mensch aus dem Volk und es gibt zwei Dinge, die ich euch vorher noch mitgeben möchte, das ist zum einen diese Tempelanlage und dann dieser kleine Sicherheitsfanatiker hier, wobei es aber hier um diese Mausefalle hier geht. Ja? Also diese zwei Dinge muss ich euch unbedingt noch vorher etwas erklären. Und zwar, diese Tempelanlage, die ist mir zum ersten Mal begegnet in meinem Leben in den 70er Jahren. Das war eine Fernsehsendung von einem gewissen Herrn von Däniken, Die Spuren der Götter. Und das ist eine Tempelanlage, die befindet sich im Norden, nördlich von Beirut, 90 Kilometer nördlich von Beirut. Das ist Baalbek. Das ist die berühmte Tempelanlage von Baalbek. Und hier eine Zeichnung, das hat eine deutsche archäologische Expedition, hat das mal 1904 so festgestellt, wie das ausgeschaut hat. Und das ist der größte Tempel, den die Römer jemals gebaut hatten. Also 100 vor Christus bis 300 nach Christus haben die Römer da Armeen von Architekten und Baumeister und Material hingepackt, um diesen Tempel zu bauen. Und das wirklich für mich Rätselhafteste an dieser Tempelanlage, das sind diese Steine, die da verbaut sind. Also der Tempel der Römer stand auf den Ruinen eines griechischen Tempels und der griechische Tempel auf Ruinen eines noch älteren Tempels. Und wenn man sich die ganz alten Steine, das Fundament anschaut, das Fundament, auf dem die Griechen gebaut hatten, dann sieht man, dass die Verwitterungsspuren viel, viel älter sind, wie das offizielle Alter, was man uns eigentlich vermittelt. Also das da oben ist griechisch-römisch und das da unten ist
8.000 bis 12.000 Jahre alt, wenn man von den Erosionsspuren ausgeht. Das ist aber gar nicht das Witzige, sondern das Witzige ist, wenn man die bloße Größe von diesen Steinen einmal genau anschaut. Und das hat mich als Kind ziemlich neugierig gemacht, weil hier stand ein Mensch. Und ich konnte mir damals schon irgendwie vorstellen, dass das recht groß ist, dieser Klotz da. Und wenn man sieht, was für Riesensteine da verbaut sind, dann merkt man gleich, ja, hier ist irgendwas seltsam. Weil hier diese Steine wiegen ungefähr 800 Tonnen. Die sind im Vergleich zu einem Haus im dritten Stock verbaut, in einer Gebirgsanlage in den Zedern-Gebirgen des Libanon. Und das ist nicht das Einzige, sondern wenn man dann nochmal vor der Tempelanlage guckt, dann gibt es dann noch so einen Stein, ich glaube Hajar al-Guble oder irgendwie wie der heißt, wenn man nicht sicher, auf jeden Fall Stein des Südens, wird erst dann so richtig sichtbar, wenn eine Reisegruppe davor steht. Hier liegt ein Stein, der hat locker 2000 Tonnen. 2000. Und jeder, der schon mal Transportwelt N24 angeschaut hat oder irgendwie sowas, wenn man 700 Tonnen bewegen will, dann braucht man hier Riesenzugmaschinen, hydraulikverstärkte Lastwagen und alles Mögliche. Und wenn wir das anheben wollen würden, dann heißt es, oh ja, was ist jetzt? Wie machen wir das? Wir müssen das Ganze, wir können das gar nicht anheben. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Das heißt also, wir müssen, wir können erkennen, dass dieser Stein angehoben wurde, ohne dass wir es erklären können. Wir haben keine Erklärung, wie diese Steine dahin gekommen sind, aber sie sind da. Es existiert. Und das ist das wirklich Erstaunliche. Das heißt, es gibt in unserer Geschichte einen falschen Weg, eine falsche Erklärung, die man uns gegeben hat. Offensichtlich gibt es hier Spuren einer Hochkultur, vielleicht von verschiedenen Hochkulturen, die auf der ganzen Welt versteckt sind. Das bedeutet, was man uns bisher erzählt hat in den Medien über unsere Entstehung, das kann so nicht ganz stimmen. Das bedeutet, irgendwo ist da ein Fehler passiert und wir können durchaus sagen, dass die World History eigentlich eine World Fiction ist. World Fiction deswegen, weil die meisten Erklärungen in unserer Geschichte so nicht stimmen können. In der wissenschaftlichen Welt hat sich zum Beispiel der Glaube durchgesetzt, dass vom Einfachen zum Komplexen quasi der Mensch sich entwickelt hat und so frei nach dem Motto, ja, vom kosmischen Staub über den biologischen Schleim, vom primitiven Affen zum Physik-Nobelpreis. Das Universum hat uns eigentlich aus Versehen ausgefurzt, ohne höheren Sinn, ohne höhere Ordnung. Das ist das, was man uns in den Schulen mitgegeben hat. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Und da müssen wir uns dann dem zweiten kleinen Bild nähern, das ich vorhin kurz angezeigt habe, nämlich diese kleine Mausefalle. Was hat jetzt die mit dem Tempel zu tun? Ist ganz einfach, kommt ein super komplexer Begriff, nicht reduzierbare Komplexität. Nicht erschrecken, das ist super einfach. Was bedeutet das? Eine Mausefalle hat 7, 8 Bauteile. Ein Brett, 2 Haken, ein Haken hier, eine Klammer, das kleine Brettchen hier und noch so ein Haken. Wenn ich ein einziges Teil von dieser Mausefalle wegmache, funktioniert der gesamte Apparat nicht. Geht nicht, funktioniert nicht. Das bedeutet nicht reduzierbare Komplexität. Also es muss so komplex sein, sonst geht es nicht. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die einfachsten Bauteile des Lebens an, nämlich so ein kleines Geiseltierchen, die heißt deswegen so Bacterium flagellum, weil hier hinten so eine peitschenähnliche Fortsetzung ist und damit bewegt sich dieses kleine Geiseltierchen in seinem Medium. Wenn wir im Mikroskop dieses mal anschauen, dann stellen wir fest, dass es ein hochkomplexer Apparat ist, aus bis zu 240 Einzelteilen. Es gibt ein Getriebe, es gibt einen Rotor, es gibt eine Kupplung, es gibt einen Stator. Also hier haben wir ein hochkomplexes Gebilde aus bis zu 240 Einzelteilen. Und jetzt ein kleines Experiment. Ich habe hier 50 so kleine Plättchen, wo die Zahlen 1 bis 50 draufstehen. Kleines Experiment. Wenn ich die jetzt so vor mich hinwerfe, wie oft muss ich werfen, bis die Zahlen 1 bis 50 in der richtigen Reihenfolge liegen? Was schätzt ihr? 100 Jahre? 1000 Jahre? 1 Million Jahre? Mathematisch ist es so, wir müssten 100 Millionen Jahre lang 100 Millionen Menschen auf 100 Millionen Planeten nichts anderes tun, wie werfen, 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 bis es ein einziges Mal passiert, dass es durch Zufall die richtige Reihenfolge gibt. Und das ist 1 hoch 50. Und jetzt fragt euch, was ist bei 1 hoch 240? Das heißt also, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Zufall entstanden ist, dass die richtigen Bauteile zur
richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Die mathematische Wahrscheinlichkeit ist so gering, unser Universum ist gar nicht alt genug, dass so etwas zufällig passieren könnte. Was bedeutet das, wenn bei den einfachsten Bauteilen, die es gibt, kein Zufall im Spiel ist? Was heißt das dann für uns bei höheren und komplexen Lebewesen? Das ist ein Gedanke, der mich schon immer fasziniert hat, und wir müssen davon ausgehen, dass um uns herum eine Schöpfung existiert, die ist mit Leben durchwirkt. Das ist nicht Zufall. Wir sind nicht einfach nur entstanden durch zufällige kollektive Auslese, sondern nein, hinter allem steckt ein gewisser Plan. Und das, was wir fälschlicherweise als Realität bezeichnen, ist eine Illusion, ist eine Matrix, die um uns herum existiert. Und jetzt erst fangen die Forscher und Wissenschaftler an zu verstehen, die Quantenphysiker hauptsächlich, was es mit dieser Matrix auf sich hat. Professor Turtur ist nur einer von den Wissenschaftlern der Zukunft, die das ganze Konzept für uns machen wollen. Wir müssen davon ausgehen, dass alles eine höhere Ordnung hat. Das ist der Gedanke dahinter. Und welche Ordnung das ist, wie das funktioniert, das kann ich euch nicht erklären, weil im Vergleich zu dem ganzen Universum, zu der großen Entstehung, sind wir wie Blattläuse, wie kleine Blattläuse. Stellt euch einfach mal vor, so eine Blattlaus, die lebt da so auf ihrem Blatt, ne? Die lebt da so vor sich hin irgendwo, die kennt noch ihre anderen Blattläuse, man kennt den Rand des Blattes und so. Der Zweig ist schon nebulös. Man diskutiert noch, ob es Leben auf anderen Blättern gibt. Man ist sich nicht so richtig sicher darüber. Ja? Aber das Konzept von einem Ast oder was überhaupt ein Baum ist, das ist diesem Wesen, dieser Blattlaus, überhaupt nicht bewusst. Wie sollen wir diesem Wesen denn überhaupt einen Wald erklären, geschweige denn einen Urwald? Dieses kleine Wesen ist nicht in der Lage zu erkennen, dass es hier größere Zusammenhänge gibt. Und von allem, was ich heute hier spreche, oder vielleicht von dem, was wir heute hier sprechen, müsst ihr euch einfach vorstellen, wir sind Blattläuse, die darüber sprechen, was auf dem Ast passiert. Vielleicht erkennen wir auch noch Teile des Baums, aber was im Wald passiert, das wissen wir nicht. Das können wir nicht verstehen. Das ist zu groß für uns. Deswegen bleiben wir auch einfach nur mal auf dem Ast. Und dein Theaterleim hat sich gelöst, so viel zu dem. Was auf uns zukommt in naher Zukunft, und vielleicht sind wir auch schon mittendrin. Ich meine, heute, ich bin mir sicher, mehr sicher darüber wie irgendwann anders in meinem Leben. Wir erwarten einen Paradigmenwechsel, a paradigm shift. Der ist viel größer wie damals, als wir auf dieser Scheibe gelebt haben und dann auf die Kugel gekommen sind. Ein Paradigmenwechsel ungeahnten Ausmaßes steht direkt vor uns. Das ist die Realität, in der wir uns jetzt befinden. Das ist die Zukunft, in der wir hineingehen. Und darüber wollen wir, oder einen kleinen Ausblick, darüber möchte ich euch heute einfach etwas mitgeben. Im Endeffekt ist dieser Paradigmenwechsel ganz einfach erklärt. Stellt euch das Leben wie ein Schachbrett vor. Man hat euch erzählt, schwarz ist hier, weiß ist da. Und wer die letzten Vorträge der letzten AZKs angeschaut hat, und ich habe die letzten Wochen viel geguckt, ich habe nicht alle gesehen, aber ich habe alles mal durchgeskippt, wird einem langsam klar, dass das, was man uns bisher als weiß verkauft hat, eigentlich schwarz ist und andersrum. Das heißt also, ihr müsst komplett umdenken. Gut ist böse, böse ist gut. Das, was man als böse darstellt, entpuppt sich oft als gut, so wie heute wie wir durch Dr. Saleri erfahren haben. Und ein kleines persönliches Wort, by the way, Dr. Saleri, ich hoffe sehr, dass die richtigen Kräfte auf dieser Welt siegen werden und Ihrem Land ein weiterer sinnloser Krieg erspart bleibt. Ich denke, wir sind uns alle da einer Meinung. Ja. Also das ist so ein Grundgedanke, den ihr haben müsst. Also wir müssen umdenken, wir müssen einen neuen Paradigmenwechsel einleiten. Und diese Gedanken könnte man jetzt natürlich noch weit ausführen. Wie gesagt, die Zeit ist begrenzt und ihr könnt euch gerne mal auf dieser Internetseite, könnt ihr euch noch ein bisschen einlesen. Ich habe Gott sei Dank so viele kreative Leute um mich, die das für mich gemacht haben. Du brauchst es, du gehst auf die AZK, du brauchst eine Homepage. Und ein Freund von mir hat das gemacht. Also hier könnt ihr alles anschauen, was ich bisher so verbrochen habe, geistig und literarisch. Das soll es von meiner Seite dann aber auch gewesen sein. Wir wollen heute, oder ich darf heute hier, über ein Thema sprechen, das uns natürlich alle permanent beschäftigt und uns auch in Zukunft weiter beschäftigen wird, weil ohne Energie funktioniert einfach nichts. Das wisst ihr selber, ob das die Heizung unserer Häuser ist, ob wir damit Nahrungsmittel machen, Transport, Kommunikation, egal was es ist, alles
ist von Energie abhängig, da wäre es natürlich nur umso besser, wenn wir auch so etwas haben wie freie Energie. Und ich möchte euch drei kleine kurze Punkte erklären in diesem Vortrag. Zum einen ist es natürlich, was heißt freie Energietechnologie eigentlich, FET? Dann, warum haben wir sie eigentlich noch nicht? Und als letzten Punkt, wie würde die Welt mit freier Energietechnologie eigentlich aussehen? Und wenn man jetzt sich die Definition anschaut von freier Energie, dann wird klar, dass viele Wissenschaftler damit ein großes Problem haben, weil der normale Wissenschaftler natürlich mit anderen Begriffen hantiert wie wir. Und ich habe in der Recherche dann einen Begriff gefunden, der kommt aus der Physik, das ist ganz einfach übersetzt. Das heißt so viel wie, there ain't no such thing as a free lunch. Also so nach dem Motto, es gibt im Leben nichts umsonst. Stimmt gar nicht, die müssen nur auf die AZK fahren. Da gibt es das umsonst, ja. Also die Wissenschaft geht davon aus, man muss immer Energie reinstecken und man kann nie mehr davon rausholen. Und auch der Begriff an sich ist, die ganze freie Energiediskussion ist etwas durchwoben von Begriffen wie zum Beispiel Perpetuum mobile oder Ätherenergie oder was manche andere auch noch sagen, freie Energie. Dabei ist freie Energie eigentlich ein komplett falsch gewählter Begriff, weil in der modernen Physik freie Energie für ein thermodynamisches System steht, die Energie, die wir quasi aus einer Maschine rausziehen können. Das wird in der Physik als freie Energie bezeichnet. Das ist der Nutzen aus einer Maschine. Das ist die freie Energie. Und wenn wir uns anschauen, ein Windrad oder ein Wasserrad ist im übertragenen Sinn auch nichts anderes wie eine freie Energiemaschine. Das heißt, wir haben einen Apparat, der aus einer Systemumwelt Energie abzapft, ansaugt oder verarbeitet und diese Energie dann in Bewegung umwandelt und daraus wir dann wiederum andere Energie gewinnen können. Also es gibt schon sehr viele freie Energiegeräte auf der Welt. Wenn wir uns nur ein paar von denen mal anschauen, die kennt ihr alle schon, sind im übertragenen Sinn eigentlich nichts anderes wie freie Energiemaschinen. Wind, Solar, Geothermie, Gezeitenkraftwerke, auch kommt immer mehr in Mode, Wärmepumpen und sowas wie ein Biomeiler gibt es, dass man einen Riesenhaufen voll Gräserschnitt vermodern lässt und damit dann Heizung macht und Gase abzieht. Also es gibt eine ganze Reihe von Konzepten. Wir wollen aber in diesem Zusammenhang von Energieformen sprechen, von Prinzipien sprechen, die mehr mit diesen Begriffen zu tun haben, wie zum Beispiel kalte Fusion oder Elektrogravitation, Nullpunktenergie, Zentrifugalkräfte ist so ein Thema, Elektrolyse, Implosion, Magnetismus. Also es gibt eine ganze Menge von nicht konventionellen freien Energietechnologien, ist eigentlich der bessere Begriff dafür. Oder wie es im Englischen dann eben auch heißt, Non-Conventional Energy Technology. Die Forschungen in diese Richtung, die sind nicht neu. Die gibt es nicht seit ein paar Jahren mit dem Erwachen der Menschheit, sondern die gab es schon sehr, sehr lange. Und ich habe die Gelegenheit, ein paar von diesen Herrschaften hier kurz zu präsentieren. Jeder dieser Forscher, jeder dieser Wissenschaftler ist einen eigenen Vortrag wert, ist eigentlich ein eigenes Symposium wert. So bedeutend sind die Erfindungen von diesen Menschen. Und ich stelle sie euch einfach nur mal kurz vor. Und zwar möchte ich anfangen mit dem Herrn der Funken, mit dem wahrscheinlich einem der größten Genies, das jemals auf dieser Welt gelebt haben, nämlich mit Nikola Tesla. Nikola Tesla ist geboren in damals Österreich-Ungarn, heute ist es Kroatien und er war ein sehr, sehr schlauer Kopf von Anfang an. Er hat studiert in Graz und ist dann nach Budapest weitergegangen und hat da die ersten Prinzipien eines Wechselstromprinzips entwickelt. Das damalige Prinzip war Gleichstrom. Und er hat erkannt, Gleichstrom, das funktioniert nicht, die Übertragungsverluste von elektrischem Strom auf langen Distanzen ist zu groß, das funktioniert nur mit hinherschwingenden Perioden, also sprich mit alternierendem Wechselstrom, AC-DC, ne, das kennt ihr vielleicht alle, AC-DC heißt Wechselstrom, Gleichstrom im Endeffekt. Und er hat dieses Prinzip entwickelt, damals noch in Paris, als er bei einer europäischen Dependance von Thomas Edison gearbeitet hat. Und er ist dann Anfang oder Ende des 19. Jahrhunderts, 1884, ist er nach Amerika gegangen, auch zu Thomas Edison und hat dort mit ihm angefangen zu arbeiten. Die haben sich gestritten oder zerstritten, weil er gemerkt hat,
sein Prinzip des Gleichstroms von Edison funktioniert nicht, also hat er einen neuen Partner gefunden, das war George Westinghouse. Und mit George Westinghouse hat er dann die ersten großen Generatoren und Anlagen gebaut, die Wechselstrom als Prinzip hatten. Und im Jahr 1893 gab es eine große Weltausstellung in Chicago. Da wurde die 400-Jahr-Feier von Amerika gefeiert. Die waren irgendwie ein Jahr zu spät, weil 1492 wäre es ja eigentlich gewesen. Aber man hat damals eben eine gigantische Ausstellung gemacht und Tesla war der Star dieser Ausstellung. Er war mit einem weißen Zylinder auf der Bühne, mit einem Frack, mit Hut und Stock und mit Korkschuhen, dass er isoliert war und hat mit seinen Funken da gespielt und er hat diese ganze Anlage hat er illuminiert. Das, was wir jetzt hier haben an Technik, an Licht, das ist für uns alles normal. Für die Menschen von damals war das etwas Grandioses, etwas Neues. Die kannten nur Petroleum- und Gaslampen und auf einmal war alles hell erleuchtet. Das war ein neuer Quantensprung, wenn man sagen möchte, obwohl eine Quante eigentlich was ganz Kleines ist. Ja? Aber es war eine neue Epoche, die da angebrochen ist und das haben die Menschen der damaligen Zeit auch gemerkt. 30 Millionen Besucher sind in diese Ausstellung gefahren. Wenn man die beschränkten Möglichkeiten des Transports damals betrachtet, unglaublich. Also die wussten, hier fängt etwas Neues an. Hier fängt etwas Großartiges an. Und eine der Konsequenzen von dieser Ausstellung, von diesem durchschlagenden Erfolg von Tesla war eben, dass ein Kraftwerk gebaut wurde, und zwar in der Nähe der Niagarafällen. Man hat ein Wasserkraftwerk genommen. Hier wurden die oberen Wassermassen in Fallrohre geleitet und dann hier unten im Turbinenhaus hat man diese kinetische Energie der herabstürzenden Wassermassen genommen, um quasi die Tesla-Generatoren anzutreiben. Das war damals schon etwas Revolutionäres. Das Kraftwerk ist, glaube ich, sogar heute noch in Betrieb. Vielleicht sind die Anlagen auch mal ein bisschen getauscht worden. Über Tesla, wie gesagt, man könnte jetzt den ganzen Tag nur über Tesla reden. Der Abdruck, der geistige Fingerabdruck von Tesla in unserer Geschichte, der ist so gigantisch, das lässt sich gar nicht beschreiben. Er hat Leuchtstoffröhren entwickelt, Elektrotherapie, das Radio hat er eigentlich erfunden mit. Dann hat er eine Funksteuerung gehabt, Radar, etc., etc., etc. Professor Tutto hat Nikola Tesla auch schon erwähnt, also es war ein unglaublich kreativer Mensch und er hat dieses, sein Werk wollte er unbedingt in die Welt bringen, vor allem auch sein Werk der drahtlosen Energieübertragung. Er war, so wie ich das verstanden habe, auf dem Feld der Skalarwellenforschung sehr, sehr fit und hat dann eben es geschafft, nur mit Hilfe von Funkwellen, diesen Leuchtkörper im Inneren zum Leuchten zu bringen. Da hängt also kein Kabel dran, nichts. Der konnte eine Straßenbeleuchtung machen in den 30er Jahren in Amerika, ohne Erdkabel, ohne Überlandkabel. Man hat einfach nur den Sender eingeschaltet und alle Lampen, die an den Holzmasten aufgehängt waren, haben dann geleuchtet. Und das in den 30er Jahren schon mittlerweile. Und dann hat er seine Forschungen weitergemacht und zum Beispiel in Long Island gab es ein großes Labor von ihm, da hat er auf Wardenclyffe, heißt diese Stadt, da hat er einen riesengroßen Turm gebaut, 60 Meter, und er nannte das einen Amplifying Transmitter, also einen Verstärker-Sender. Und er wollte mit dieser Kupferkuppel da oben, wollte er dann eben Energie übertragen, drahtlose Kommunikation, hat er zu seinem Geldgeber gesagt. Er möchte also quasi Radio machen, wohl wissend aber, dass es noch viel, viel mehr gibt. Er musste aber seinem Geldgeber erstmal etwas Geld ablocken, damit er diese Anlage erstmal bauen konnte. Und er hat dann auch gesagt, okay, wenn wir das für Informationsübertragung benutzen, dann können wir das auch benutzen zur Energieübertragung. Er hat behauptet, dass er in der Lage wäre, wenn er ein Netz von diesen Energietürmen auf der ganzen Welt aufbaut, dann könnte er die ganze Welt mit Energie versorgen, zu Lande, zu Wasser und auch in der Luft. Und irgendwann ging ihm das Geld aus und er brauchte neues Geld von seinem Geldgeber. Und das war einer der, ja, ich will es mal neutral ausdrücken, übelsten Menschen, die jemals hier gelebt haben auf der Erde. Ein Großbankier, J.P. Morgan, der hat das mitbekommen, dass quasi Tesla nicht nur Radio machen möchte, sondern auch quasi Energie frei übertragen möchte. Der hat damals aber groß in Kupferminen investiert, weil er wusste, okay, Elektrizität ist das Thema der Stunde, also brauchen wir Leitungen auf der ganzen Welt. Er sah natürlich seine Fälle den Bach darunter schwimmen, also hat er auch gesagt, tja, ich kann dort kein Ablesegerät anbringen, also werde ich es auch ganz bestimmt nicht finanzieren.
Ja, und so kam es dann eben auch, dass Tesla mehr oder weniger seine Arbeiten einstellen musste. Man hat ihm kein Geld mehr gegeben, er wurde zur Persona non grata. Man hat ihm quasi seine Erfindungen, man hat den Erfindungen von ihm nicht den Raum gegeben, die sie eigentlich haben müssten. Und Tesla hat uns ein Zitat überlassen: Elektrische Energie befindet sich überall in unbegrenzter Menge. Sie kann Straßenmaschinen betreiben, ohne dass man Kohlen, Öl, Gas oder jedweden anderen Treibstoff benötigt. Diese neue Energieform wird aus der Energie gewonnen werden, die das Universum am Laufen hält. Und er nannte sie die kosmische Energie. Das heißt, die ganze Energie, die wir jetzt gerade eben hochqualifiziert technisch erklärt bekommen haben, hat Tesla schon vor 80 Jahren im Kopf verstanden, vielleicht nicht mit diesen Formeln so genau ausgedrückt, aber diese Energie ist da. Tesla war maßgeblich daran beteiligt, dass eine ganze Generation von anderen Wissenschaftlern sich dazu aufgerufen gefühlt haben, war das überhaupt richtiges Deutsch? Aufgerufen gefühlt haben? Ihr versteht mich ja. Ja, also er hat sich quasi, Dr. Thomas Henry Murray war ein geistiger Sohn von Nikola Tesla, der hat nämlich als Kind im Alter von 10 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er die Schriften von Tesla in die Hand bekommen und hat gesagt, das möchte ich machen, das ist ja phänomenal, ist Elektroingenieur geworden und er hat schon als Kind mit Kristallbausätzen versucht, kleine Apparate zu bauen und er hat dann in den 30er Jahren, hat er seine Forschungen weiter betrieben als Elektroingenieur und er hat ein sogenanntes Radiant Energy Device gebaut, ein sogenanntes Strahlungsenergiegerät. Das ist ein Gerät, das waren Kristalle in einer Flüssigkeit gelagert und er war damit in der Lage, 50.000 Watt zu erzeugen, 50 kW, ohne bewegliche Teile, sondern nur indem er die Prinzipien aus den Kristallen mit den Flüssigkeiten richtig angewandt hat. Er hat diese Forschungen seinen Kollegen präsentiert. Das ist nicht so, dass er das jetzt nur im Geheimen gemacht hat, sondern Thomas Murray hat es vorgestellt, hat es zur Überprüfung freigestellt. Und auch, es wurde darüber geschrieben, es wurde publiziert und siehe da, man sollte eigentlich denken, das Patentamt ist natürlich sofort erpicht, da irgendwas zu machen somit. Man hat ihm mehrmals diese Patente nicht anerkannt, dann hat das Patentamt die Idee gehabt, sie schicken ihm einen Mitarbeiter zu. Dieser Mitarbeiter hat dann mit ihm an dieser Apparatur geforscht und in einem Anfall von Übereifer hat dieser Mitarbeiter einen Vorschlaghammer genommen und hat diese gesamte Apparatur zertrümmert, komplett kaputti. Dann denkt man sich, ja, der wird es natürlich wieder aufgebaut haben. Nein, das hat er nicht gemacht, weil in der Zwischenzeit mit vielen Schikanen, seine Familie musste mit vielen Schikanen leben und es ging richtig auf Überfälle mit Schnellfeuerwaffen aufs Auto geschossen worden. Er selber hat einen Steckschuss im Bein gehabt, Drohanrufe an seine Familie, an seine Kinder und so weiter. Also man hat ihm das Leben so richtig zur Hölle gemacht und er hat sich dann wahrscheinlich wohlweislich dafür entschieden, das nicht mehr zu bauen. Aus Liebe zu seiner Familie, aus Angst vor seinen Kindern. Also hat er das gelassen. Die Söhne von ihm, die betreiben seine Forschungen auch als Elektroingenieure heute noch weiter, sind jetzt auch hochbetagte alte Ingenieure. Und da gibt es ein Zitat von denen: Ich habe gesehen, wie auf meinen Vater geschossen wurde. Ich sah, wie auf meine Mutter geschossen wurde. Ich möchte nicht, dass meiner Familie so etwas auch noch passiert. Also jeder, wenn man sich da in diese Richtung aufmacht, da gibt es mächtig Gegenwind in dieser Richtung. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von verschiedenen Wissenschaftlern und einer, der es mir wirklich sehr angetan hat, das ist ein Mann aus Österreich, der hat auch im frühen 20. Jahrhundert hat er angefangen, eben seine Forschungen zu machen. Viktor Schauberger ist geboren am Plöckensteinsee bei Schwarzenberg und die Herren zu Schwarzenberg, das lässt sich zurückverfolgen bis ins Mittelalter, ist eine Familie, die immer mit der Natur und in der Natur gearbeitet hat. Also Förster, Menschen, die ständig irgendwas mit der Natur zu machen hatten und in ihm schlummerte natürlich das Erbe von vielen Generationen von Naturverständnis. Der hat ein Grundmotto entwickelt, also das Thema seines Lebens ist im Endeffekt in einem Satz ausgedrückt: Ihr bewegt falsch. Schauberger geht davon aus, dass in einem naturrichtigen Prinzip immer die Zugprinzipien herrschen und nicht die Druckprinzipien. Seine Methode oder seine
Einstellung war eben, dass wir unsere Maschinen komplett falsch betreiben, nach einem komplett falschen System betreiben, nach dem Druckprinzip, Verbrennungsmotoren, Kolben, Kompression, Explosion, Auseinanderdehnung. Wir müssen eigentlich das gegenteilige Prinzip nehmen, weil das ist etwas, was die Natur uns vorgibt. In dem Zugprinzip herrscht quasi seine grundsätzliche Idee. Und er hat natürlich dann in seinen Jugendjahren viel Möglichkeiten gehabt, diese Energien oder vielmehr diese Naturprinzipien zu erkennen. Er hat als Jugendlicher ein Jahr komplett allein im Wald gelebt und hat da eben diese einzelnen Wasserkreisläufe und Naturphänomene richtig beobachten können. Sein Vater wollte, dass er studiert, aber die älteren Brüder von ihm wurden in der Universität komplett umgedreht. Das wollte er nicht, dass ihm das auch passiert. Deswegen hat er eine ganz normale Forstausbildung gemacht. Also er hat ein normales Forstexamen gemacht und er hat seine erste Anstellung bekommen im Jahr 1800. Egal, auf jeden Fall hat er eine Anstellung bekommen bei einem Fürsten, der Fürst zu Schaumburg-Lippe in Österreich. Und im Jahr 1918 hat er zum ersten Mal einen richtigen Erfolg gehabt. Ihr könnt euch vorstellen, 1914 bis 1918, der Erste Weltkrieg, ist zu Ende. Es herrscht Mangel an allen Ecken und Enden. Es gibt nichts mehr, also muss man alles wieder aufbauen. Man braucht also erstmal Holz, man braucht Baumaterial. Also hat man angefangen, die ganzen Wälder abzuholzen. Und irgendwann waren die leer, musste man in die höheren Regionen gehen. Also Wald abholzen im Gebirge ist bestimmt nicht so einfach, also hat man gedacht, okay, wir brauchen eine Holzschwemmanlage. Wie bauen wir denn jetzt am besten so eine Anlage, dass wir das Holz vom Berg oben runterkriegen? Und Schauberger hat eben hier gesagt, ja, das Wasser selbst hat uns hier ganz natürlich den Weg gezeigt, den es gehen will, damit seine Anforderungen optimal erfüllt werden. Deshalb sollten wir uns nach seinem Wunsch richten. Denn es ist nicht Aufgabe der Technik, die Natur zu korrigieren, sondern sie nachzubauen. Er hat in einer einzigen Nacht 16.000 Festmeter Holz über einen verwinkelten Bach ins Tal transportiert, weil er wusste, wann er es zu tun hatte. Durch seine Vorväter, durch seinen Großvater und Vater wusste er, es gibt fleißiges Wasser und es gibt faules Wasser. Das ist natürlich nicht im übertragenen Sinne nur. Das heißt, er hat den idealen Temperaturzeitpunkt abgepasst, wann Wasser die ideale Tragfähigkeit hat und hat dann in dieser Nacht, auch bei Vollmond oder gewissen Mondphasen, hat er es geschafft, das Holz in diesem kleinen Fluss abzutreiben. Und weil das natürlich so toll war, weil das so gut funktioniert hat, hat man ihn beauftragt, eine große Holzschwemmanlage zu bauen. Und zwar über 50 Kilometer. Ganz richtig vertraut haben sie ihm nicht, weil er musste es selber vorfinanzieren, habe ich gelesen. Also hat er erstmal diese Anlage gebaut und wie er es eben in diesem Zitat gesagt hat, er hat nicht die minimale Distanz mit dem maximalen Gefälle genommen, sondern er hat wirklich dem Bach entlang, der Natur entlang, hat er diese Anlage in die Natur integriert, hat sie eingebaut und hat dabei natürlich noch ein paar technische Raffinessen eingebaut. Zum Beispiel in dieser Rinne selbst hat er sogenannte Leitschaufeln eingebaut. Also wenn man jetzt das Wasser hier durchfließen lässt, dann gibt es an den einzelnen Kurvenstücken gibt es immer gewisse Schaufeln, so Leitsegmente, die quasi das Wasser in eine gewisse Richtung verwirbeln. Wenn dann jetzt so ein Sinker, so nennt man dann diese Holzstämme, wenn so ein Sinker ankommt, dann gibt es hier so einen kleinen Wirbel und eine Kraft, die von der Wand weggeht. Das heißt, in einer Rechtskurve wird der Baumstamm nach rechts abgelenkt. Und genauso ist es natürlich dann auf der anderen Seite, durch diese Leitschaufeln wird der Baumstamm in einer Linkskurve nach links abgelenkt. Das bedeutet, diese Baumstämme sind quasi berührungsfrei durch diese Anlage durch und damit natürlich nicht verkeilt, verkantet und natürlich auch umso schneller hinunter. Zeit ist Geld, das hat damals schon gegolten. Und noch etwas war erstaunlich an dieser Anlage. Er hat nämlich erkannt, dass ein eiförmiger Querschnitt in dieser Anlage die ideale Angriffsform ist für Wasser oder vielmehr Wasser hat bei eiförmigen Strukturen die besten Möglichkeiten da zu wirken und durch diese Bauart von diesem Trog, von dieser Anlage hat sich ein richtiger Sog gebildet, der quasi durch diese Anlage geschlängelt ist. Das heißt, diese Stämme sind nicht nur berührungsfrei durch diese Anlage geflutscht, sondern die wurden richtig runtergesaugt. Also man hat sie richtig runtergesaugt und das war natürlich dann auch wieder umso besser für die Anlage. Die Anlage würde heute noch stehen, in den 50er Jahren hat man sie dann irgendwann abgebaut, da war der Wald weg. Also dann hat es nichts mehr gebracht, aber die Anlage war einfach so fantastisch. Man hat das natürlich ihm zu verdanken. Und er kannte eben in
diesen Wirbeln eine Quelle für kosmische Urkräfte. Er konnte es erkennen, dass hier gewisse Kräfte stecken, wenn wir die Zugprinzipien anwenden. Und er hat dann in der Natur geguckt und hat sich verschiedene Vorbilder genommen, hat versucht, die Natur zu kopieren, und er hat da eine Kudu-Antilope gefunden und hat sich gedacht, ach, das hat aber ein interessantes Geweih, das könnte ich doch mal nachbauen. Und er hat dann ein Rohr gebaut, hat sich ein Rohr bauen lassen, ein hohles Rohr, das quasi dann diesem Horn nachempfunden wurde, und hat Experimente gemacht, indem er Wasser und Luft durch diese Rohre hat fließen lassen, und da sind unglaubliche Effekte beobachtet worden. Also wenn man Wasser durchfließen lässt, wird irgendwie Energie abgegeben. Es ist ein doppelter Wirbel, der da passiert, nämlich zum einen der große Wirbel und innen auch nochmal so kleine Leitschaufeln, dass nochmal ein kleiner Wirbel innen drin ist. Also hochkomplexe Wirbelphänomene, die da passieren. Man hat in einer Versuchsanstalt das Ganze mal physikalisch durchmessen und hat festgestellt, dass an gewissen Teilen von diesem Rohr ein negativer Widerstand aufgetaucht ist. Das ist eine physikalische Besonderheit, die wusste man nicht, dass die gibt. Ja, also negative Widerstände gibt es eigentlich gar nicht, aber da hat es irgendwie funktioniert, weswegen das Rohr dann auch irgendwie verschwunden ist wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er ein Experiment gemacht. Er hat diese Rohre auf eine Scheibe geklebt, montiert, und hat diese Scheibe dann in Rotation versetzt. Die Endstücke von diesen Rohren hat er dann noch mit so einer selbst erfundenen Düse versehen, dass die Austrittsgeschwindigkeit des Mediums quasi nochmal erhöht wird, und dann hat er das Ganze in Rotation versetzt. Das ist jetzt quasi die Quersicht, also hier ist ein Pfosten, ein Podest oder vielmehr eine Säule, auf der das dreht, eine Welle, und hier sind diese Rohre aufgebaut. Und was ist passiert, wenn man diese Maschine in Rotation versetzt hat, mit mechanischer Arbeit, also mit einem Elektromotor angetrieben hat, dann hat sich hier gezeigt, dass es nach oben einen unglaublichen Sog entwickelt hat. Und natürlich dann durch die Austrittsgeschwindigkeit hier unten hat es einen gewaltigen Schub gegeben, also einen gewissen Druck, das gleiche wie beim Flugzeugprofil, nach oben Sog, von unten Druck. Es gibt einen Bericht von einem Experiment in einer Halle in Wien, wo ein 0,05 PS Motor ein 135 Kilogramm schweres Gerät aus der Bodenverankerung rausgerissen hat und es an der Decke zerschellt ist. Was ist nämlich passiert? Ab einer gewissen Umdrehungszahl, 15.000 bis 20.000 Umdrehungen von dieser Maschine, ist der Druck, der hier unten rauskommt, größer wie die Energie, die man braucht für den Elektromotor, um das anzutreiben. Das heißt, man muss in dem Moment diesen Apparat mechanisch bremsen, sonst zerlegt er sich selbst, weil die Kräfte quasi immer schneller werden. Was da genau passiert, ist jetzt im Einzelnen nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er erkannt, dass mit diesen Druck- und Sogkräften unglaubliche Energien zu generieren sind. Er hat dann eben angefangen, verschiedene Apparate zu bauen in dieser Richtung. Er nannte sie dann eben einen Repulsator oder eine Repulsine. Man kann es dann hier sehen. Und ein kleiner Nebenaspekt, ihr könnt natürlich auch vorstellen, er hat in den 20er bis 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gearbeitet und gewirkt, und da kann es natürlich auch sein, dass da eine gewisse politische Kraft auf ihn aufmerksam wurde. Ich möchte da gar nicht groß drauf eingehen, ihr wisst alle, von welcher Kraft ich da spreche, aber man hat ihn versucht quasi auf die dunkle Seite zu ziehen, und er hat da nicht mitgemacht. Er wollte immer, dass diese Energie für die Menschheit da ist, und er hat sich also nicht quasi kaufen lassen, sondern hat lieber in Kauf genommen, dass diese ganze Technik im Geheimen ist. Ich weiß nur eins, die Russen haben das Haus, in dem er gewohnt hat, in Wien gesprengt, nachdem sie es untersucht hatten. Die hatten wohl auch keine Lust, dass das irgendjemand anders in die Hände fällt, weil er im Endeffekt das Geheimnis einer Energieerzeugungsanlage entdeckt hatte. Diese Maschine kann natürlich dann Strom erzeugen oder viel mehr Energie erzeugen, oder aber auch, wenn wir es andersrum sehen, ein Fluggerät. Weil wenn wir das nicht am Boden befestigen und nach diesem Prinzip dann so einen Apparat bauen, dann könnten wir natürlich damit auch abheben. Das Ende von Schauberger ist auch recht tragisch, wie meistens bei den ganzen Herrschaften, die in dieser Richtung arbeiten. Er wurde im hohen Alter von einem amerikanischen Medien- und Finanzmenschen nach Amerika, nach New Mexico geladen, mit dem Versprechen, seine Erfindungen dort bauen zu wollen. Er war damals schon schwer lungenkrank und ist im Mai 1900, auf jeden Fall am Schluss seines Lebens war er für 4 Monate in der Wüste von New Mexico im Sommer.
Ein älterer, kranker Herr aus den Alpen geht in die Wüste nach Amerika. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht ganz gesund für ihn war. Ich habe seinen Enkel gefragt, ob da irgendwie geheime Kräfte am Wirken waren an seinem Ableben. Er hat mir versichert, er hat da keine genauen Informationen drüber. Er hat auch ein bisschen rumgedruckst, er wollte vielleicht nicht so richtig raus. Auf jeden Fall ist er dann aus Amerika zurückgekommen, vollkommen desillusioniert, weil wieder etwas nicht geklappt hatte. Er hat sein ganzes Leben lang dafür geforscht, dass diese Energien, dass diese Technik unter die Menschen geht, und es hat wieder nicht geklappt. Und er hat dann am Schluss gesagt, ich werde in meinen Wald zurückkehren, um dort in Frieden zu sterben. Die ganze Wissenschaft und all ihre Anhängsel sind nur ein Haufen Diebe, die wie Marionetten an Fäden hängen und nach jeder Melodie tanzen müssen, die ihre gut verborgenen Sklavenmeister als notwendig erachten. Als alles haben sie mir genommen, ich besitze nicht einmal mich selber. Das ist, wenn man mit dieser Richtung forscht, und es gibt noch eine ganze Reihe, jetzt muss ich nur mal kurz fragen, wie viel Zeit habe ich noch eigentlich? Okay, halbe Stunde, ja, okay, super. Ja. Einer, der auch in dieser Richtung weiter geforscht hat, also ihr merkt schon, ich muss hier hoppla hopp durchhüpfen, weil sonst kommen wir nirgendwo hin, vor allem wir wollen ja drüber sprechen, warum das nicht existiert, warum wir diese Technik nicht haben können. Mr. Thomas Townsend Brown hat ein ganz tolles Gebiet entdeckt, das nennt sich Elektrogravitation. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Früher wusste man auch nicht, dass Elektromagnetismus existiert, aber es gibt wohl etwas, das so heißt Elektrogravitation. Und was hat er gemacht? Er hat also mit Hochspannungsapparaten gearbeitet. Er hat an so verschiedene Kondensatoren hat er eine Spannung angelegt. Hier seht ihr quasi so eine Metallscheibe, hier oben aufgelagert, freihängend wie so ein Pendel. Hier HF Source, High Voltage Source, also eine Hochspannungsladung hat er hingehängt. Und er hat festgestellt, dass da gewisse physikalische Kräfte zum Wirken kommen, sobald man an so einen Kondensator eine Spannung anlegt. Ein Kondensator ist im Endeffekt, jedes elektrische Bauteil hat im Endeffekt einen Kondensator drin. Technik, habt ihr das Brummen auch? Naja, das ist nicht so schlimm, das werden die Jungs bestimmt in den Griff kriegen. Auf jeden Fall hat er festgestellt, es gibt da so einen super Effekt, der nennt sich Elektrogravitation. Also ein Kondensator ist quasi zwei gegenüberliegende positive Ladungen, dazwischen ist ein Dielektrikum in jedem Computer überall drin. Und wenn er da eine große Spannung anlegt mit so einer gewissen Form, gibt sich ein Effekt, wie wenn neben diesem Apparat ein Planet auftaucht und auf diesen Planeten hin dieser Apparat zufliegt. Da wird eine Gravitationskraft erzeugt oder dieser Apparat wird vom Gravitationsfeld der Erde abgeschirmt. Und zwar der Apparat selbst plus 10% seines eigenen Gewichts hat er noch, kann dieser Apparat anheben. Und ich habe vor kurzem auf einem Kongress gesprochen, da war auch ein Dr. Paul LaViolette da, der ist Forscher seit auch 30, 40 Jahren in dieser Richtung. Der hat in einem seiner Vorträge ein gewisses Modell skizziert, wie wenn wir das jetzt mal dieses Prinzip auf die Raumfahrt anwenden. Und gucken wir doch einfach mal zum Mars. Was wäre denn, wenn wir zum Mars fliegen wollen? Dann sagt man uns, wir brauchen da 500 Tage mit unserer normalen Düsentechnik. Nehmen wir jetzt aber mal dieses Prinzip, Elektrogravitation. Und wir bauen ein Raumschiff, sagen wir mal, wir stecken jetzt da hier 6000 so Elektrogravitationsaggregate rein und jedes von diesen Aggregaten hat 35 Newton Schub. Dann kommen wir ungefähr auf ein Raumschiff, das so in diesem Bild, in dieser Skizze 100 Tonnen wiegt und nach Adam Riese ergibt es dann eine Beschleunigung von 0,21 G. Jetzt brauche ich irgendwas zum Demonstrieren. Genau, 1G ist quasi das, wenn ich hier runterfalle. 1G, das war die Kraft, die den verrückten Felix Baumgartner aus dem All nach unten hat fliegen lassen. Also diese Beschleunigung, die auf uns wirkt, ist 1G. 0,2G ist ein Fünftel an der Autobahn. Wenn Sie an der grünen Ampel losfahren mit dem Auto, ist so eine langsame Beschleunigung, ist 0,21G. Das ist ganz gemächlich. Der Gesamtenergieverbrauch von dieser Apparatur wäre dann ungefähr bei 3000 Watt. Das ist auch nicht so sehr viel, das heißt ein Solarpanel, wenn wir oben hinpacken, würde das dann reichen, dass wir das Ding betreiben. Und das Erstaunliche dabei ist jetzt eben die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir hier einschalten, Strom einschalten, dann heißt es, nach einer Sekunde sind wir 2 Meter pro Sekunde schnell. Nach 10 Sekunden sind wir dann schon bei 20 Meter pro Sekunde. Und nach 1000 Sekunden, also knapp Viertelstunde, 20 Minuten, haben wir schon 2 Kilometer pro Sekunde. Und wenn wir für 2,5 Tage
dieses Raumschiff eingeschaltet lassen, haben wir eine Geschwindigkeit erreicht von 200 Kilometer pro Sekunde. Und die Distanz, die wir da bis dahin zurückgelegt haben, ist die Hälfte zum Mars. Das heißt, wir müssen jetzt schon ausschalten, das Ding umdrehen, wieder einschalten in die andere Richtung, damit wir verzögert werden, weil die Gesamtreisedauer nämlich mit so einem Raumschiff zum Mars beträgt insgesamt nur 5 Tage. Und Dr. Paul LaViolette hat es ausgerechnet, für einen Gesamtenergiekostenfaktor von $21. Ja? Das ist Technologie aus den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich spreche hier nicht von Perry Rhodan, sondern das ist harte Technik, die funktionieren würde. Und die hat auch funktioniert, deswegen haben nämlich auch führende amerikanische Wirtschaftsunternehmen, die in Luft- und Raumfahrttechnik viel investieren, wie zum Beispiel General Dynamics, Boeing, Grumman, Bell, Lockheed Martin, also die Top-Elite der Luft- und Raumfahrtunternehmen hat richtig viel Geld in dieses Prinzip gepumpt und 1959 Schluss, aus. Da kam der Deckel. Da war nichts mehr. Warum das so ist, werden wir uns nachher nochmal genau anschauen. Aber auf jeden Fall, das ist nur eines von vielen verschiedenen Konzepten, die es da gibt für freie Energie, für Raumenergie. Und weil wir doch schon im Weltall sind, muss ich ganz bestimmt noch eine Kleinigkeit mitgeben euch. Und zwar der größte Energielieferant für uns natürlich auch klar, die Sonne. Wir wissen ja alle, auf der Sonne oben findet offiziell eine Kernfusion statt oder auch eine heiße Fusion. Was heißt das? Das ist nicht irgendwie eine Kernspaltung, sondern hier gibt es eine Kernfusion. Das heißt, zwei verschiedene Elemente, Deuterium und Tritium, das sind eigentlich Wasserstoffisotope, die einfach nur eine andere Neutronenzahl haben im Kern. Die beiden verschmelzen. Die sogenannte Coulomb-Kraft, die Abstoßungskraft der Atomkerne, wird überwunden durch diesen gigantischen Druck bei 15, 20 Millionen Grad und dann kommt ein neues Element heraus, nämlich die fusionieren zu Helium mit Energie und Neutronen. Das ist der offizielle Prozess in der Sonne. Offiziell sage ich deswegen, weil da gibt es auch schon wieder was. Und man versucht natürlich dieses Prinzip nachzubauen, seit man die ersten Wasserstoffbomben einfach oder erfolgreich eingesetzt hat, versucht man das nachzubauen in sogenannten Tokamaks, in diesen Fusionsreaktoren. Da wird eben versucht, mit einem Magnetfeld ein super heißes Gas einzuschließen, 300 Millionen Grad Celsius. Man kann das nicht in ein Gefäß geben, weil durch den Kontakt mit der Gefäßwand dieses Plasma sich sofort wieder abkühlen würde. Das heißt, man muss es mit diesem Magnetfeld quasi einfangen und dann aufheizen. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, was das für Unsummen von Energie verschlingt, das Ganze. Und vor allem die Energiebilanz ist nach wie vor negativ. Man forscht da jetzt 40, 50 Jahre dran mit 100 Milliarden Dollar Aufwand und herausgekommen ist eine Reaktion von ein paar Millisekunden oder ein paar Sekunden. Also das ist noch lange, lange nicht, es funktioniert noch lange nicht und die Frage der radioaktiven Abfälle ist auch noch lange nicht geklärt. Aber es ist dann ein anderer Begriff aufgetaucht vor einigen Jahren und der nennt sich eben kalte Fusion. Und was hat es damit auf sich? Nämlich, das geht zurück auf zwei Wissenschaftler, nämlich Martin Fleischmann und sein ehemaliger Doktorand namens Stanley Ponz. Die haben sich in Southampton an der Uni zum ersten Mal getroffen. Fleischmann war der Doktorvater von Stanley Ponz und die hat recht schnell eine Freundschaft verbunden. Und die haben dann eben Experimente gemacht mit verschiedenen edlen Metallen und zwar hat er Experimente gemacht mit einem seltenen Metall namens Palladium. Er wollte Wasserstoff aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und hat dann eben dieses Palladium genommen und Palladium hat die Eigenschaft, dass es unglaubliche Mengen von Wasserstoff aufsaugen kann. Das ist aufgrund eines chemischen Effekts an der Oberfläche und zwar bis um den 900-fachen Volumen seines eigenen Volumens. Also es ist ungefähr so, wie wenn ihr jetzt einen Schwamm nehmt und werft den in die Badewanne zu Hause und dieser Schwamm saugt die komplette Badewanne komplett leer. Das ist eine der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Palladium. Und dann haben die natürlich weitergeforscht und haben gedacht, okay, wenn das mit Wasserstoff funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch mit Deuterium, weil das unterscheidet sich ja, wie gesagt, nur durch die Anzahl der Elemente oder der Protonen im Kern. Und so haben die ein Experiment gemacht. Und zwar ein Experiment mit schwerem Wasser. Schweres Wasser ist auch ganz einfach. Anstatt dass man H2O nimmt, nimmt man einfach D2O, also Deuterium statt Wasserstoff. Und dann hat man zwei Elektroden reingepackt, Kathode, Anode. Hier hat man Platin und Palladium.
Und wenn man jetzt an diese Kathoden Strom anlegt, dann gibt es einen Prozess, das wissen wir, das nennt sich Elektrolyse. Bei diesem Prozess der Elektrolyse wird quasi dieses schwere Wasser aufgespalten in Sauerstoff und Deuterium. Und diese Deuteriumatome haben sich an diesem Palladium angelagert und sind in das Palladium eingesaugt worden. Und die Theorie oder der Gedanke von Pons und Fleischmann war eben, dass durch dieses Ansaugen dieses Deuterium quasi so komprimiert wird, dass es zu fusionieren beginnt. Und was haben die gemacht? Die haben den Versuch natürlich von Anfang an, haben die den wissenschaftlich begleitet und beobachtet, und die Energiezufuhr war 100-mal geringer wie die Energieabgabe von diesem Experiment. Das heißt also, für sie war in dem Moment ein Begriff geboren namens kalte Fusion. Also bei Raumtemperatur haben die gesagt, sind wir in der Lage, quasi mit einer Autobatterie, mit ein bisschen Wasser und mit zwei Elektroden, haben die behauptet, wir können die Probleme der Welt lösen. Das haben die natürlich nicht sofort gemacht, die haben natürlich schon etwas länger daran geforscht, ein paar ganze Jahre sogar, um ehrlich zu sein. Und dann haben die diese Palladiumkathode entwickelt und dachten sich, so, die Welt ist jetzt reif für so eine neue Erfindung, da gehen wir jetzt mal an die Presse und präsentieren das. Das war am 23. März 1989, eine ganz berühmte, weltaufsehenerregende Pressekonferenz haben die dabei gemacht, und innerhalb von Tagen sind die dann auf dem Time Magazine gewesen mit dem Titel Fusion or Illusion. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was dann da passiert ist mit diesen beiden Herrschaften, nachdem ihr sie vorhin schon gehört habt oder was in diesem Richtung immer passiert, sobald jemand damit forscht. Heutzutage in der modernen Internetzeit würde man als Shitstorm bezeichnen, also eine Flut von Verleumdungen und Anschuldigungen und falschen Behauptungen wurde dann im Endeffekt auf diese beiden Wissenschaftler hinabgeschüttet. Die haben innerhalb kürzester Zeit ihre Jobs verloren, ihre gesamte wissenschaftliche Reputation war im Arsch, wenn ich jetzt hier mal das Wort so benutzen darf, und der Begriff Pontzmann und Fleisch ist quasi jetzt einhergehend mit Bad Science. Dass also die renommierten Naturwissenschaftler gesagt haben, das ist keine Wissenschaft, das ist alles falsch, das kann man nicht nachvollziehen, das funktioniert so nicht. Aber diese Herrschaften hatten etwas entdeckt, was wirklich unglaublich war. Kernfusion bei Raumtemperatur. Und das ist eigentlich ein falscher Begriff. In der modernen Zeit und in der Jetztzeit hat sich ein anderer Begriff durchgesetzt, der nennt sich Niedrigenergie-Fusionsreaktion. Low Energy Nuclear Reaction. Also Niedrigenergie-Nuklearreaktion. Und eine ganze Menge von Leuten auf der Welt ist daran bemüht, dieses Thema wieder auf die Agenda zu bringen. Vor kurzem hatte ein Dokumentarfilm über dieses Thema die Premiere in Chicago, hat beim Filmfestival irgendeinen goldenen Preis in Kategorie Doku gewonnen. Und es gibt viele Menschen, die glauben, dass da ein Schlüsselelement steckt zur Lösung unserer Energieprobleme. Und so könnte ich jetzt stundenlang weitersprechen, und ich habe es nur mal kurz aufgelistet. Nach dem Institute for New Energy gibt es 3000 Patente, die in diese Richtung gehen, die zur Verschlusssache erklärt worden sind. Und die Federation of American Scientists, die hat bis zum Ende 2010 immerhin 5000 und noch was Erfindungen in diese Richtung unterdrückt. Und dann ist natürlich die Masterfrage, die sich jetzt hier stellt. Wieso können wir denn das zum Kuckuck nicht verwenden? Wenn es so viel gibt auf der ganzen Welt, wenn wir von so vielen Wissenschaftlern schon gehört haben, wenn es so viele verschiedene Prinzipien gibt, warum können wir das nicht verwenden? Nun, und das ist die Masterfrage eigentlich. Das ist auch der Hauptgedanke gewesen, warum ich mich auf diesen Vortrag gestürzt habe. Ich habe einen Artikel gelesen bei COP Online, müsste einfach nur mal bei COP Online Peter Lindemann eingeben, mit diesem Titel: Die Welt der billigen und praktisch unerschöpflichen Energie. Und dieser Herr Lindemann, den ich persönlich nicht kenne, der hat es wunderschön zusammengefasst, was denn eigentlich hier der Grund ist. Und er hat gesagt, es gibt vier unsichtbare Mächte, warum es verhindert wird. Das eine sind der Geldadel, also sprich die ganz oben an der Pyramidenspitze, die Vanderbilts, die Rockefellers, die Bushs, die Rothschilds oder wer auch immer da ganz oben dran sitzt, also nicht die reichsten Menschen der Welt aus den offiziellen Listen, sondern diejenigen, die noch viel, viel reicher sind, also die Billionäre auf der Welt, die richtigen Billionäre. Die haben natürlich da ein massives Interesse dran, dass so etwas nicht für die Menschen verfügbar steht. Dann unsere Regierungen, die haben auch ein sehr vitales Interesse daran.
dann gibt es einen gewissen Bereich innerhalb dieser ganzen freien Energiebewegung, der beruht auf Täuschung und auch Betrug. Und die wahrscheinlich wichtigste Gruppe von diesen allen, das sind wir, wir selber. Und dann wollen wir uns so einfach mal diese vier Punkte so nach und nach anschauen, nämlich gucken wir uns mal den Geldadel an. In den meisten Ländern auf der Welt ist es so, dass ein gewisses Geldmonopol die Welt regiert. Dieses Geldmonopol ist meistens in der Hand von ein paar wenigen Banken und die, welch Wunder, auch noch in der Hand von ein paar wenigen Privatfamilien sind. Und dieses Monopol wird gesteuert über die Kontrolle von Zinsen. Das haben wir oft gesehen bei der Federal Reserve oder bei der Europäischen Zentralbank. Man kann eben über Anhebung oder Absenkung der Zinsen eine Wirtschaft an- oder auch abschwingen lassen. Wenn jetzt quasi ein freies Energiegerät auf den Markt käme, wenn also quasi jeder sein eigenes freies Kapital bauen könnte, wäre von Seiten der Machthaber es nicht mehr möglich, uns zu kontrollieren über die Geldmachtpolitik, über das Papiergeldsystem etc. pp. Das heißt, ein freies Energiegerät stellt den Status quo in Frage in Bezug auf deren Kontrolle auf uns. Das bedeutet, unsere Abhängigkeit von diesem System, von diesen wenigen Menschen, würde natürlich von heute auf morgen enden, wenn wir diese Techniken hätten. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass die dann natürlich nicht einverstanden sind, wenn sie jahrhundertelang uns mehr oder weniger so kontrollieren konnten. Das ist Besitzstandwahrung, das mal neutral auszudrücken. Und die haben natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diese Techniken zu unterbinden. Da werden Leute schikaniert, auf dem Weg ins Labor verschwinden auf einmal die Ladungen oder die Transportladungen von den Technikern. Brandstiftung ist ein sehr beliebtes Mittel in solchen Richtungen auch. Und man muss dazu sagen, dass bei durchschnittlich oder überdurchschnittlich vielen Menschen, die sich damit beschäftigen, nämlich am Ende des Lebens steht unnatürliche Todesursache. Wie bei diesen beiden Wissenschaftlern zum Beispiel, Dr. Stefan Marinov, ein bulgarischer Wissenschaftler, der war laut Wikipedia so frustriert von seinen Forschungen, dass er sich 97 in Graz aus dem 10. Stock rückwärts in den Tod gesprungen hat. Ja, kurz bevor er seine Erfindungen der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Oder Dr. Eugene Malouf, der in Amerika viel mit Magnetresonanzmotoren geforscht hat, auch gerade dabei, seine Technik zu präsentieren, wird zufällig an einem solchen Tag, oder wird kurz bevor er es öffentlich macht, zu Hause überfallen und in seinem eigenen Haus erschlagen. Also das ist kein Zufall, oder das ist keine Seltenheit, dass so etwas passiert, und der Geldadel ist quasi die erste Macht, die verhindern will, dass wir diese Technik haben dürfen. Die zweite Macht, das sind die Regierungen, und das fußt auf drei einzelnen Aspekten, nämlich, dass man keinem anderen Konkurrent einen Vorteil verpasst. Stellt euch vor, Taiwan entwickelt so ein Gerät, die Chinesen wären bestimmt nicht einverstanden, wenn vor deren Küste auf einmal so eine große Industrie stehen würde. Das heißt, man möchte also nicht, dass irgendein Konkurrent dafür dann Vorteile bekommt. Natürlich will ein Staat, ein funktionierender Staat, auch keine Anarchie ermöglichen. Soll heißen, wenn ich dieses Gerät habe, kann ich mich ja niederlassen, wo ich will. Ich kann im letzten Herrgottswinkel in Hinteraschbackenwalde kann ich eine Hütte bauen und dann ist es genauso gut, weil ich habe alles, was ich brauche. Ich kann damit Strom haben, ich kann Pumpen haben, ich kann sogar mit einem Kondensator in der Nacht Wasser generieren, wenn ich nur genügend Luftfeuchte ansauge und dadurch dann Wasser mache. Also ein Staat möchte natürlich nicht, dass wir in anarchische Zustände kommen. Da ist natürlich keine Kontrolle mehr übrig. Und natürlich auch ein Punkt, der damit einhergeht, sind natürlich Steuereinnahmen. Durch die Besteuerung der fossilen Brennstoffe kann natürlich der Staat auch massiv Steuern für den eigenen Staat einnehmen. Und wie viel Geld wir an den Tankstellen liegen gelassen haben, das muss ich euch auch nicht erzählen. Das erfährt jeder jeden Tag. Ja, und unsere Regierungen, die haben natürlich dann auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie die das machen, wie sie verhindern, dass wir quasi diese Technologien einsetzen können. Da wird zum Beispiel, werden unbescholtene Wissenschaftler und ganz normale brave Bürger werden zu horrenden Gefängnisstrafen verurteilt, also die in keinem Verhältnis stehen. Da bekommen Leute keine Bewährung, sondern zack, weg, 5 Jahre in Knast, nur weil man mit der falschen Technik gemacht hat. Oder, wie wir es auch schon vorhin gehört haben bei den anderen Wissenschaftlern, dass das Patentamt kommt und sagt, nee, wir werden diese Patente nicht erteilen, weil es ist offiziell nicht anerkannt und es geht sogar bis hoch in die Regierung.
Also man kann diesen Gedanken noch viel, viel weiter ausbauen, aber die Regierungen sind quasi die zweite Macht, die verhindert, dass wir diese Technik haben können. Und dann die dritte Macht, das ist ein Bereich, der ist in dieser Bewegung selbst. Es gibt nämlich einen gewissen Bereich von ungeklärten Anomalien in dem Bereich der freien Energie. Das sind Effekte, die wir noch nicht richtig verstanden haben. Und es gibt allerhand Scharlatane und Betrüger, die im Endeffekt diese Technologie nehmen und versuchen, da eben dann schnelles Geld damit zu machen. Und das ist natürlich klar, dass das dann irgendwann nicht funktioniert. Man könnte das dann irgendwann kaufen bei Home Shopping Europe oder so für 25 Euro, kauft es und es funktioniert nicht. Ja? Und die beiden anderen Mächte aber, der Geldadel und die Regierungen, die nehmen dann diese Exemplare, also diese Leute her, exemplarisch für die gesamte freie Energiewissenschaft und steckt die alle in einen Hut. Seht ihr, das ist alles nur Scharlatanerie, das ist totaler Käse. Es ist auch so, dass das eigene Ego sehr herausgefordert wird, wenn man in dieser Richtung geforscht hat. Also es entsteht dann so etwas, so eine Mischung aus Goldfieber und Messias-Komplex. Ja? Also man hat das Gefühl, man trage jetzt die Verantwortung für die ganze Welt auf den Schultern und man muss jetzt diese Technik herausbringen. Und das kann einen nachteilig verändern, wenn man also wirklich in Gegenwart von einer freien und funktionierenden Energiemaschine steckt. Also das Ego von diesen Menschen selber ist natürlich dann auch immer ein Faktor, der damit reinspielt. Und natürlich dann auch die Versuchung, man muss dem eben versuchen, der Versuchung widerstehen können, dass man das jetzt nicht zu barer Münze macht und sagt, hey, ich habe die Erfindung, auf die die Welt gewartet hat, da saniere ich mich jetzt richtig und ich verdiene Millionen oder Milliarden damit. Also man muss da auch nach innen gucken, wie würden wir uns verhalten, wenn wir so eine Technik vielleicht in der Hand hätten. Also das ist der dritte Teil, der uns daran hindert. Und der letzte und alles entscheidende Teil wahrscheinlich von diesen vier Mächten, das sind natürlich wir alle. Warum wir alle? We the sheeple. Weil wir, naja, wir jetzt nicht, aber ich sage jetzt wir für die Menschen an sich, ja, weil wir eine Herde schlafender Schlafschafe sind. Ja, ein Leithammel geht voraus, mäh, und alle anderen rennen hinterher. Und wehe, wehe, einmal schert man aus dieser Herde, wehe, wenn sie gegen den Strom gehen, dann werden sie brav zurückgeprügelt in diese Herde. Also das Kollektiv von uns ist quasi mit dafür verantwortlich, dass das Ganze nicht akzeptiert wird. Man glaubt es nicht, weil es nicht im Spiegel steht. Es kommt auch nicht bei der Heute-Show. Bei der Heute-Show wahrscheinlich schon, ja. Aber es ist ja auch kein Wunder, dass die Menschen das nicht glauben, weil so werden wir ja auch erzogen im Endeffekt, ja. Von Kindheit an sitzen wir vor der Glotze und werden beschallt mit irgendwelchen Halbwahrheiten und Desinformationen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wusstet ihr, dass jeden Tag 14.000 Morde auf dem Fernsehen gezeigt werden? Und ich glaube schon, dass das einen gewissen Einfluss auf die Menschen hat, vor allem wenn man denkt, dass die meisten Morde beim Kika kommen, ja, beim Kinderkanal, ja, die ganzen Zeichentrick-Cartoons, wenn da den Tieren alles abgerissen wird. Also das ist, achso, hier sind so viele Kinder da, ich muss ja erstmal aufpassen. Also wir werden durch die Massenmedien quasi in eine Richtung geprügelt und es ist ganz normal, dass wir quasi hier damit zu leiden haben. Aber es geht auch in diese Richtung Verblödung, Verblendung, Verschleierung. Das heißt, die Medien, die präsentieren uns quasi den täglichen Bullshit, den wir über uns, was ich gerade auch erwähnt habe, dann die Bildungssysteme, die fördern Untersuchungen, die behaupten, dass diese freien Energiemaschinen einfach nicht funktionieren können, weil sie gegen die Gesetze der Thermodynamik verstoßen. Ja? Das heißt, an den Universitäten und an den Schulen wird das ständig wieder trompetet und wiederholt und wiederholt und die Schüler, die davon abgehen von der Schule, glauben dann natürlich, dass das auch so passiert. Und dann natürlich kommt noch die Politik hinzu, die uns dieses verlogene und betrügerische Zentralbanksystem aufdrückt und die natürlich dann auch mit ihren Maßnahmen entscheiden, nein, das gibt es nicht. Wir haben es vorhin gesehen, der Brief von der Frau mit den tiefen Mundwinkeln, wie heißt jetzt die noch, mir fällt es nicht ein. Es gibt ein Zitat von einem Herrn, den ich eigentlich nicht so gerne als Zitatenträger nehme. Er ist also kein lupenreiner Demokrat gewesen, aber er hat, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, er hat was Witziges gesagt oder was Interessantes gesagt, nämlich, jeder Mensch stolpert im Laufe seines Lebens irgendwann über die Wahrheit, doch die meisten stehen auf, klopfen sich den Staub ab und gehen weiter. Anstatt dass sie sich mal umdrehen und gucken, worüber bin ich denn jetzt da eigentlich gestolpert, gehen die meisten Leute weiter. Warum? Aus Macht der Gewohnheit.
Und so wie es dieser Spruch auch sagt, ich weiß nicht, von wem er ist, aber er trifft wie die Faust aufs Auge. Wir tun uns schwer, unsere eigenen Gewohnheiten loszulassen. Es ist auch unbequem. Die Wahrheit tut auch weh manchmal. Ja? Sie schmerzt richtig, weil sie uns einen Spiegel vorhält und unser eigenes quasi Verhalten uns nochmal vorhält. Man wird gezwungen, über sein Verhalten nachzudenken oder, was vielleicht noch gar viel schlimmer ist, es zu ändern. Das könnte nämlich noch viel mehr wehtun, wie Tiere essen ist schlecht. Was? Nein, echt? Oh, was soll ich jetzt tun? Soll ich auf meinen Schnitzel verzichten? Ja, zum Beispiel. Nun, gehört ja nicht dazu. Ich bin fundamentalistischer Vegetarier. Das bricht immer wieder aus mir raus. Ja? Aber es ist einfach so, wir müssen anfangen umzudenken. Wir müssen lernen zu verstehen, dass das, was man uns bisher erzählt hat, eigentlich so nicht sein kann und dass es gewisse Kräfte gibt, die wollen, dass wir in diese Richtung laufen, nämlich in die falsche Richtung. Und es ist einfach an der Zeit, dass wir sagen, halt, stopp, so geht's nicht weiter, wir müssen dem ein Ende bereiten. Stimmt, da kann man auch klatschen. Stimmt, jetzt, wo ich so nachdenke drüber, ja. Ich möchte diesen Teil des Vortrags mit einem Zitat von Thomas Mann beenden, der da gesagt hat, eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge. Und da kann ich nur zustimmen. Und jetzt am Schluss, ich habe noch ein paar Minuten, glaube ich, jetzt möchte ich euch einfach nur noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wie könnte denn eine Welt ausschauen, in der diese Technologie nicht verboten ist, sondern in der wir die Möglichkeit hätten, die zu benutzen? Kennt ihr dieses Bild? Bestimmt, das ist ganz berühmt, der erste offizielle Motorflug in der Geschichte der Menschheit. Am 17. Dezember 1903 haben die beiden Fahrradmechaniker Orville und Wilbur Wright einen kleinen Hüpfer von 12 Sekunden in den Sanddünen von Kitty Hawk gemacht. Und nur 6 Jahre später ist Louis Blériot, ein Franzose, mit einer fliegenden Drahtkommode über den Ärmelkanal geflogen. 6 Jahre Entwicklung haben es geschafft von einem kleinen Hüpfer zu einem Flug über eine halbe Stunde. Und jetzt, wenn wir von da 1909 auf 2009 springen und das größte jetzt fliegende Flugzeug der Welt anschauen, die Airbus A380 mit 500 Tonnen bis zu 800 Menschen. Wenn wir uns mal anschauen, das Ding hat 80 Meter Spannweite und der kleine Blériot, der hatte 8 Meter Spannweite. Jetzt müsst ihr eigentlich gleich leihen für... Da kommt er schon, ja. Also das sind 100 Jahre menschliche Kreativität, Erfindergeist, Schaffenskraft und der pure Wille, irgendetwas besser machen zu wollen von uns Menschen. 100 Jahre in dieser Entwicklung. Und was würde es wohl bedeuten, wenn wir nur 10 oder 20 Jahre in die Entwicklung von dieser freien Energietechnologie stecken würden? Schauen wir uns doch mal an, was das bedeutet für die Menschheit. Das ist eine Karte, die den weltweiten Stromverbrauch zeigt. Also da, wo es Energie gibt. Wenn wir uns das genau anschauen, sehen wir natürlich, dass ein Großteil der Menschen immer noch im Mittelalter sitzt. Die haben das Mittelalter de facto noch gar nicht verlassen. Die müssen immer noch Holz sammeln und Petroleumlampen auffüllen. Das heißt, hier in Afrika, in Südamerika und China hat noch nicht alle Strom. Ja? Das sind immer noch viele Dörfer. Und bei uns natürlich Europa, Ostküste Amerika, die Metropolen der Stadt, Johannesburg, Kapstadt etc. pp., Tokio und so weiter. Da wird Strom verbraucht. Wir könnten eine Generation Mechaniker erstmal beschäftigen, die ganzen Stromgeneratoren zusammenbauen müssen, um alleine für Afrika erstmal Strom zu produzieren. Was es bedeuten würde, wenn diese Menschen da unten endlich mal Strom haben könnten. Wenn wir die nächste Karte einblenden, die ist im Endeffekt fast das Gleiche, nämlich der Internetdatenverkehr. Dann sehen wir auch, dass ein Großteil der Menschheit noch nicht Anteil hat an dem Kollektiv, das uns vereint, nämlich am Datennetz. Hier alles, da wo kein Strom ist, ist auch kein Internet, ist ja klar. Wie viel Einsteins und Da Vincis und andere große Köpfe sitzen jetzt wohl gerade in der Wüste von der Kalahari und hüten Ziegen und haben einfach nie ein Buch in die Hand bekommen. Was es für uns als Kollektiv bedeuten könnte, wenn wir diese Menschen anschließen können an das Weltbewusstsein, ans Internet, das lässt sich gar nicht absehen. Oder eine der großen Geiseln der Welt ist die weltweite Wasserversorgung. Ich habe gestern gelesen, dass die Hälfte der Menschheit immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Die haben zwar Trinkwasser, aber kein sauberes Trinkwasser. Und alle 15 Minuten verdurstet irgendwo auf der Welt ein Kind.
Wir könnten mit freier Energie dieses Problem endgültig in den Griff kriegen, indem wir nämlich anfangen, gigantische Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen. Die Dinger gibt es auch schon, aber nur in den reichen Ölstaaten. Die haben nämlich die Kohle dazu, um sich das leisten zu können. Also nicht die Kohle, sondern das Geld dazu, um sich das leisten zu können. Das ist sehr, sehr energieaufwendig, sehr, sehr teuer, aber man kann damit Meerwasser entsalzen. Und wir haben genug Meerwasser auf der Welt, um das gesamte Problem der Trinkwasserversorgung auf der Welt zu lösen. Was für eine Freude das wäre für diese Kinder, für diese Menschen auf der Welt, dass endlich das Grundwasserproblem gelöst wäre. Und wir müssten dann auch nicht mehr so viel Grundwasser entziehen, was wiederum andere Probleme verursacht. Oder wenn wir in die nördlichen Gegenden unseres Planeten schauen, da gibt es nämlich eine Gegend, wo nichts wächst, bei den Eskimos. Wir könnten Treibhäuser bauen und die könnten ihre Robbendiät endlich absetzen und könnten auch mal einen Salat essen und müssten nicht die ganze Zeit irgendwelche Walfische oder Robben abschlachten. Ja, so eine Robbendiät, habe ich gehört, ist nicht unbedingt das Beste. Der durchschnittliche Eskimo wird 45 Jahre alt, aber nicht, weil es da aus verschiedenen Gründen. Wir könnten da oben dann endlich auch solche Gewächshäuser anbauen oder natürlich genau das Gegenteil. In Afrika, wo ja traditionell wirklich gar nichts ist, könnten wir endlich mal Klimaanlagen einbauen, dass die Menschen ein lebenswertes Umfeld haben, wenn sie bei 40 Grad oder 50 Grad in der Sonne sitzen. Die könnten Kühlschränke in ihr Haus stellen und ihre Nahrung würde quasi nicht kaputt werden. Sie könnten die Medikamente endlich kühlen. Sie könnten einfach auch mit der Energie ihren Lebensstandard dem unseren anpassen. Weg vom Mittelalter, endlich in die Neuzeit zu kommen. Und eins der wirklich größten Probleme auf der Welt sind natürlich die Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. Es gibt Wirtschaftsflüchtlinge, Klimaflüchtlinge, Elendsflüchtlinge, alles Mögliche. Warum fliehen diese Menschen aus diesen Ländern? Weil es da schlecht ist, wo sie wohnen. Sie wollen dahin, wo es besser ist. Und wo ist es besser? Ja, bei uns. Deswegen kommen zu uns so viele. Das ist auch gar nicht verwerflich, dass die das wollen. Wir wollen das natürlich auch. Aber die Menschen würden aus ihrem Umfeld gar nicht weg wollen, wenn es da unten besser wäre. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Verhältnisse in diesen Ländern auch gut werden. Dann bleiben die Menschen auch da. Nicht, weil ich sie nicht haben will, um Gottes Willen, sondern weil einfach die Situation vor Ort immer besser ist. Man möchte doch da leben, wo man geboren ist. Das sind doch die Wurzeln. Die würden doch da alle hinwollen wieder, wenn sie könnten. Das soll auch kein Aufruf sein, irgendwelche Leute loszuwerden. Nein, es geht nur darum, dass wir den Menschen helfen müssen, quasi dieses Elend zu loszukommen von diesem Elend. In München wurde vor ein paar Wochen eine Fliegerbombe gefunden in meinem Heimatort und wir wurden evakuiert, nur für 4 Stunden. Da kam die Polizei und die Feuerwehr, wir mussten raus aus unserem Haus. Wir wurden für 4 Stunden evakuiert, wir konnten Medikamente packen, die Schwiegermutter mit eingepackt und raus aus dem Haus. Das war ein ganz komisches Gefühl und vor allem der Gedanke, wir kommen ja gleich wieder zurück. Was ist mit den Menschen, die nicht zurückkommen können? Was ist mit den Menschen, die wissen, da ist alles kaputt hinterher? Das könnten wir damit auf jeden Fall auch lösen. Und dann eins der größten Probleme, die wir natürlich haben, Transport. Alles ist auf Transport angewiesen. Wir müssen alle Waren hin und her bringen. Wir müssen uns selber hin und her bringen. Wie könnten wir denn dieses ganze System umkrempeln? Ach, das wäre fantastisch. Nahverkehrsverbünde würden quasi zum Nulltarif funktionieren. Wir müssten nur einen obligatorischen Groschen beim Fahrer vorne einwerfen, weil im Endeffekt nur einmal die Anschaffung gemacht werden muss und die Betriebskosten sind quasi gegen null bei einer Bahn. Wenn der Strom nichts kostet, wenn die umsonst fährt, fahren sie für 10 Cent von Chur nach Zürich rüber. Oder wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weiter denken in die Zukunft, was heißt es dann nämlich in Sachen Luftfahrttechnik? Ja? Es gibt genügend Erfindungen, die auch uns solche neuen Luftfahrtmöglichkeiten geben würden. Wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel einen Flug machen von Berlin nach Sydney in 60 Minuten und zwar billiger wie von einer Bahnkarte von Zürich nach Berlin? Das wäre alles möglich. Das ist also durchaus vorstellbar, dass so etwas funktioniert. Wir haben die Möglichkeit, ein gewisses Projekt Eden anzutreiben. Wir haben die Möglichkeit, diese Energien einzusetzen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass sie auch wirklich auf die Welt kommen. Diese ganzen Aktionen, diese ganzen Konferenzen, diese ganzen Menschen, die das alles mitmachen wollen, die sind aufgefordert, diese Ideen weiter nach vorne zu tragen. Die sind aufgefordert, uns Menschen endlich aus diesem geistigen Mittelalter zu befreien, wovon die meisten Menschen noch nicht mal wissen, dass sie sich immer noch darin befinden.
Und ich möchte mit einem kleinen Zitat enden und ich möchte unsere Kinder doch mal kurz bitten, kommt ihr mal kurz hoch, so wie wir es vorhin gesagt haben. Ein kleines Zitat, das ich euch am Schluss mitgeben möchte, das ist von Friedrich dem Großen. Das lebhafteste Vergnügen, das ein vernünftiger Mensch in der Welt haben kann, ist, neue Wahrheiten zu entdecken. Und das nächste nach diesem ist, alle Vorurteile loszuwerden. Das ist ein ganz fantastisches Zitat. Und warum ich jetzt die kleinen Kinder mit auf die Bühne gebeten habe, zum einen, ein paar seht ihr nämlich nachher nochmal. Und ich möchte euch, liebe Kinder, bitten, schaut einfach mal in diese Menschen hinunter. Hier stehen 2000 Menschen. Wenn ihr euch die anschaut, alle von denen haben nur eins im Sinn, dass es euch in der Zukunft gut geht. Und euch möchte ich daran erinnern, in der Zukunft, oder ich möchte, dass ihr euch in der Zukunft an diesen Tag erinnert, mit diesen Kindern hier. Weil selbst wenn wir Älteren diese Zukunft vielleicht nicht mehr sehen werden, sie werden sie sehen. Und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie eine Zukunft haben. Vielen Dank. Was für ein Visionär, hä? Da, da. Da oben sind auch alles Leute, die das noch gar nicht gesehen. Herzlichen Dank, Robert Stein. Also man kann nur sagen, Visionär pur. Die perfekte Ergänzung auch zu Professor Dr. Turtur. Nochmal danke für diese wunderbaren Beiträge.